Die blaue Stunde ist einer unserer Klassiker, wo es an verschiedensten Locations gibt, sei es jetzt der Prater oder Donaukanal oder Karlskirche, Cemmelbrücke. Die blaue Stunde ist der Zeitraum, wenn die Sonne untergegangen ist, die Lichter gehen an und dann hat man die schöne Mischung aus blauem Himmel und Kunstlicht. Bei uns dauert die blaue Stunde zwischen 30 und 40 Minuten, je nach Jahreszeit. Wenn der Himmel komplett schwarz ist, ist die blaue Stunde vorbei und dann beginnt die Zeit der Nachtaufnahmen. Rein aufnahmetechnisch ist es nicht schwierig, Fotos von der blauen Stunde zu machen. Man verwendet die Blendenvorwahl, stellt Blende 11 ein, zum Beispiel auf ISO 200. Wichtig ist es nur, die ISO-Automatik auszuschalten. Die Belichtungszeit wird in dem Fall von der Kamera übernommen, das heißt, ihr könnt euch dann wirklich auf die Bildgestaltung konzentrieren. Möchtest du Lichtspuren von Autos erhalten, solltest du eine Belichtungszeit von 4 bis 6 Sekunden einstellen. Wichtig ist, dass du die Rücklichter fotografierst. Entgegenkommende Autos machen oft eine helle und eine nicht so schöne Lichtspur. Wenn du gerne Sterne bekommen möchtest, verwende Blende 11, Blende 16. Durch das Schließen der Blende bekommst du diese schönen Blendensterne. Das differiert ein bisschen von Objektiv zu Objektiv. Danke fürs Dabeisein. Schaut euch auch das E-Book an. Ich würde mich freuen, euch demnächst in der Wiener Fotoschule begrüßen zu können.